Sie haben uns Gutscheine und Sachpreise im Wert von über 200 Euro zur Verfügung gestellt. An alle Sponsoren schon mal vielen, vielen Dank und einen kleinen Applaus. Und wir werden jetzt natürlich auch die Preise vergeben. Und dazu haben wir natürlich jemand ganz Besonderes. Mathis, ja auf, komm. Wir haben nämlich letztes Jahr hier einen jungen Mann in der Bahn gehabt. Der hat wirklich eine super Show abgezogen. Er hat im Prinzip das Supertalent mit dem Pferd nachempfunden. Er saß am Tisch zum Essen, zum Trinken mit seinem Pferd. Er war im Fernsehen mit seinem Pferd. Alles von mir. Mathis, von dir aus, wie fandest du dieses Jahr das Niveau? Ja, ich konnte leider nicht ganz so viel sehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr beeindruckend. Da waren echt tolle Schauspieler dabei und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Tja, vorhin hat er zu mir gesagt, ey, bin ich froh, dass die sich nicht halten müssen, die Mädels, die waren so geil. Nein, hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Weil Mathis hat letztes Jahr abgeräumt und hat gesagt, er als alter Abräumer muss heute die Preise übergeben. Ja? Also ich würde sagen, du holst mal die ganzen Tüten rein, du weißt, welche Tüte für 8., 7., 6., 5., 4. Platz ist. Und er wird uns gleich ein bisschen helfen. Hier wird noch mächtig gerechnet. Vorneweg muss ich sagen, wir haben jetzt natürlich ein Ranking. Wir haben Platz 8, 7, 6 und eigentlich ist es schon doof. Ja? Weil eigentlich, wenn ich so in die Runde gucke, wir haben so unterschiedliche Mädels. Keine Jungs, die sind ja? So unterschiedliche Ponys und Pferde. Für mich, liebe Teilnehmer, liebe Ponys, liebe Pferde, liebe Teilnehmerinnen, wart ihr alle Sieger. Schon ganz schön spät am Abend, oder? Merkt ihr das? Ich sag's euch mal. Liebe Teilnehmerinnen, für mich wart ihr alle Sieger. Also, geht doch. Denn allein schon den Mut zu fassen, zu Hause ein Video zu drehen, das bei YouTube reinzustellen, sich hier zu bewerben, dann hierher zu fahren, mitzumachen, mitzufiebern für die anderen. Und vor allem, das war auch ganz toll. Ich habe gesehen, dass alle von euch für die anderen mitgefiebert haben und auch mitgeguckt. All das zeigt natürlich, dass ihr eins im Herzen habt, nämlich viel, viel Horsemanship und viel Sportmanship und viel Freude an eurem Pferd. Und darum geht es uns heute hier bei diesem Cup nicht nur um tolle Leistungen, sondern vor allem zu zeigen, dass junge Menschen Spaß haben können mit ihrem Pferd ohne einen riesen Leistungsdruck, ohne Ausbinder, ohne Schwerriemen, ohne Gerät draufpatschen, sondern einfach nur miteinander, mit dem Pferd, hier zusammen Spaß haben. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank an euch alle hier in der Bahn. Tja, braucht ihr einen Taschenrechner da drüben? Ja. Wie süß. Die Stimme. Ja, es wird noch gerechnet. Wir warten jetzt mal. Ich hoffe, die Speicherkarte hält. Und jetzt, wo alles rum ist, sind sie hier nicht super cool, oder? Hey, mach schlank wie Sport, gleich zur Ekitana, weißt du, wie schon Abschau. So cool sind die drauf. Die sind Aufstellung, ja. Und ich muss nur vorne rein sagen, ich habe gerade schon die Punkte gesehen. Es war gerade vorne raus, oder den ersten vier Plätzen. So grandios eng, ja, dass ich hier unsere Juroren fast noch die Köpfe heiß geredet habe, wer jetzt wirklich erster, zweiter oder dritter wird. Ja. Bei der einen war die Lektion ein bisschen besser, beim anderen war die Idee dahinter ein bisschen besser, beim nächsten war die Harmonie ein bisschen besser. Boah, es war wirklich mega eng. Also, wir haben ein Ranking gemacht. So, ihr seht, es ist uns gar nicht so leicht gefallen. Allen von der Jury ist es nicht leicht gefallen. Mathis, du hattest den besten Job, ne? Du musst nur lächeln und die
Mediapreise verteilen. So, ich denke, wir sind uns einig. Ihr seid euch einig? Ja? Ich gucke nochmal eben mein Go. So, wir verraten nicht die Punkte, aber natürlich das Ranking. Tom hat gerade schon gesagt, eigentlich sind alle Sieger, denn alle haben sich hier super mutig gezeigt mit dem großen Herzschlag, mit viel, viel Mühe. Und somit gratulieren wir zu einem tollen 7. Platz. Ich erkläre euch später warum. Zu einem tollen 7. Platz gratulieren wir unseren beiden Indiana Girls, Vanessa und Juli und Wally. Ihr habt es großartig gemacht. Ihr könnt stolz auf euch sein. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich für Aufwand eine Überraschungstüte mit einigen Preisen drin. Herzlichen Glückwunsch und das ist euer Applaus. Den größten Preis natürlich euer Applaus und den Spaß, den ihr mit nach Hause nehmt. Ja, man muss ja auch sagen, wie du es eben schon gesagt hast, ihr habt es ja zumindest in die Top 8 schon geschafft. Ganz viel muss jetzt auch rein. Ne? Ja, die haben ja gar nicht mit ihr hingeholt. So, Tom, dein 6. Platz. Auf dem 6. Platz haben wir die Maribel. Herzlichen Glückwunsch, Maribel. Tja, und auf dich gibt es natürlich hier eine Überraschungstüte. Wie gesagt, wir haben so die Preise verteilt in den Tüten drin. Ja. Dann haben wir natürlich auch den 5. Platz. Richtig, und der 5. Platz, der geht gleich an 3. Nämlich zunächst an die beiden Chefis, an Ernie und der Morphe und natürlich an Sarah. Herzlichen Glückwunsch, Sarah. Juhu. Und auch dir natürlich hier von Soulhorse. Die Tüte vollgefüllt mit verschiedenen Dingen. So, wir kommen zum 5. Platz. Es war ein Welschpony. Es war schimmelig. Also Schimmel. Und Maren, für dich herzlichen Glückwunsch zu deinem 5. Platz. Du hast uns sozusagen verzaubert. Ja, und als ich eben angefangen habe mit dem 7. Platz, habe ich alle ganz von uns angeguckt und habe gedacht, boah, kann nicht zählen. Die mit den grünen Schuhen kann ich zählen. Aber es liegt daran, dass wir, dass die Jury vielmehr gesagt hat, puh, wir wollen genau so platzieren, wie wir es gesehen haben. Und deshalb gibt es 2 dritte Plätze. Und diese beiden dritten Plätze gehen zum einen an Grace Schwab und zum anderen an Sonja und Kim. So, gleich auf also diese beiden Teams. Herzlichen Glückwunsch. Warte, Sie hatten eigentlich geplant, alle Girls kriegen ein Küsschen, oder? Macht das später in der Disco. Okay. So, und jetzt kommt der Trommelwirbel, denn jetzt, wenn der Mathis hier seine Pony Vuitton Taschen verteilt hat, geht es weiter mit dem 2. Platz. Und wir haben natürlich jetzt hier 2 Teams, ja, die hier natürlich jetzt in der Bahn stehen und immer, weißt du, das noch früher? Früher beim Völkerball, ne? War es immer blöd, wenn man überbleibt. Heute ist es richtig cool, wenn man überbleibt, ja. Denn dann ist man unser Sieger. Ich hole jetzt mal den 2. Platzierten nach vorne. In Blau-Weiß ist er hier aufgetreten, unser Jesse Max und Jette. 2. Platz, herzlichen Glückwunsch. Ja, und somit hat sich ihr Weg nach Avignon natürlich hier orientiert. Sie hat heute, wenn auch nur knapp, die Verfolger hinter sich gelassen auf ihrem Weg, auf ihrer Flucht nach Avignon. Ganz, ganz knapp mussten die anderen zurückbleiben. Erster Platz. Sie schluckt. Herzlichen Glückwunsch an White Nail, an Magic Marvin und Malika. Nicht weinen. Ah, das ist auch, wir haben den Champions ein bisschen lauter. Hallo, hallo. So, und mit diesen Bildern. Wir versuchen gleich noch ein Gruppenfoto, aber jetzt gibt es erstmal noch von allen Gästen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier unsere Fans waren, dass Sie mitgefeiert, mitgefiebert haben. Gibt es noch einen Applaus für alle zusammen für unsere Jury, der New Kamer Stuttgart.
wir fahren jetzt ein letztes Mal zur Messe. Geh noch mal ein bisschen rüber. Ich guck mal, ich weiß nicht, ich möchte irgendwas kaufen. Ich weiß zwar nicht was, aber mal sehen, vielleicht finden wir ja was. Und unterhalten uns noch ein bisschen mit den netten Leuten, die wir kennengelernt haben und die wir auch noch von letztem Jahr oder aus Wien kennen. Und ja, dann werden wir langsam verladen und nach Hause fahren. Ja, leider. Und ja, mal sehen, wann die nächste Messe ist, ne? Weil ich bin so ein bisschen... Raststätte gefunden, hier liegen Maggis. Und ja, wir haben jetzt hier, sind falsch gefahren, stehen bei nur PKW und haben jetzt, ich weiß nicht, 4 Parkplätze benutzt. So, gucken wir mal. Na, Pony? Hallo? Hallo? Mach nur kurz Pause, ne? Kannst noch ein bisschen essen. Okay.